Hallo, ich hab's getan. Ich habe mir wieder was bestellt. Weil ich so ein kleines Problem habe mit dem Streichmaß hier. Das ist das Streichmaß mit den Nägeln. Ich meine, die Dinger kriegst du für irgendwo um die 10, 15 € in jedem Baumarkt. Einfach Schraube lösen, dann kann man die Weite einstellen, Schraube wieder festmachen, an das Holz anlegen und markieren. Weil die Dinger aber mehr reißen als alles andere und ich habe schon langsam vorgerissen und dann nochmal und nochmal. Das ist eher so ein konischer Strich auf dem Holz und bei weichem Holz nicht so wirklich schön. Habe ich mir gedacht, ich gebe mal wieder richtig Geld aus und habe mal eingekauft. Wieder bei Dieter Schmidt, feine Werkzeuge und habe mir diesmal das Veritas-Streichmaß geholt. So sieht's aus. Einfach hier Schraube lösen, einstellen, wie man es braucht, Schraube wieder festmachen oder hier die beiden Schrauben gegeneinander verdrehen und dann kann man das ganze Ding hier fein justieren. Also wirklich fein justieren. Das kann man so, glaube ich, gar nicht sehen. Nee, kann man nicht. Also hier der Abstand zwischen dem und, also zwischen diesen beiden Schrauben, die jetzt gekontert sind, und dem hier ändert sich ja, wenn man es dreht. Hier nur noch kleiner Spalt. Und somit kann man es fein justieren. Ja, und da sie hier oben so einen richtig schönen Cutter drauf haben, der auf einer Seite flach ist, habe ich praktisch in dem Holz, jetzt kommt der zweite Trick, ich kann das Ding hier einziehen. Das Ding ist bündig und ich kann es einfach auf die Werkbank stellen. Na, ist egal. Also bei dem Nagelding habe ich im Holz praktisch so ein V, womit ich markiere. Und bei dem Veritas-Ding ist eine Seite gerade und eine Seite leicht angeschrägt. Somit, wenn ich ein Holz markiere und das Stück hier abschneiden will, habe ich den gerade im Holz und den leicht schräg. Das heißt, da müsste die Säge besser reingehen. Mal davon ab, dass man sich sowieso so einen Sägewall mit dem Stechbeitel macht. Aber okay, wir wollen das Ding mal ausprobieren, wie das aussieht im Unterschied zu dem anderen Teil. Ich habe hier ein Holz vorbereitet und das kommen wir jetzt eine Runde ran. Machen wir eine Nahaufnahme und dann zeige ich euch, was ich meine. So, jetzt wird das für mich ein bisschen schwierig, weil ich stehe praktisch hinter der Kamera. Aber ich will euch mal zeigen, was ich meine. Ich habe den jetzt einfach frei nach Auge eingestellt und mache hier eine Markierung drauf. Anlegen, leicht runterdrehen, dass der Nagel übers Holz kratzt. Langsam anfangen und dann habe ich mir angewöhnt, von beiden Seiten zu arbeiten. So. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück ran. Das ist jetzt also das Ergebnis von dem Gerät. Sieht nicht wirklich präzise aus. Und jetzt kommen wir zu dem Veritas-Streichmaß. So, Veritas. Ich mache die Linie jetzt mal direkt daneben. So, anlegen. Wirklich bündig und dann einfach mal rüberziehen. So, ich meine, das kann man jetzt schon sehen, wer da gewonnen hat. In der Präzision. Ich scroll mal eine Runde ran. So. Um das kurz zu erklären, das hier ist das Gerät mit dem Nagel und das hier ist das Gerät von Veritas. Also ich meine, da kann man ganz klar sehen, ne, was ich meine. Hier, da wackel ich drin rum und hier habe ich präzisen Schnitt praktisch in den Holz und somit denke ich, werde ich mit dem Gerät wesentlich präziser laufen. Ja. 40 €, die sich gelohnt haben, schon beim ersten Zeigen. Wir werden sehen, wie es mir in meiner Werkstatt weiterhin hilft.
Und ja, ich weiß, ich habe versprochen, ich kriege jede Woche ein Video hin, aber im Augenblick arbeitstechnisch, es ist überhaupt nicht drin. Also bei mir gibt es nur zwei Dinge im Augenblick, schlafen oder arbeiten oder schlafen. Also haut nicht hin. Der Rücken muss auch erstmal besser werden und wenn das alles erledigt ist, ich denke, dann können wir weitersehen. Bis dato, ja, folgt einfach meinem Instagram-Account, der ist auch ziemlich simpel. drcrazy.de, also zusammengeschrieben drcrazy.de. Da findet ihr mich auf Instagram und dann könnt ihr das eine oder andere kleine Projekt da hinten zum Beispiel auf Instagram sehen. Keine Videos, klar, Bilder, aber hey, wen es interessiert, bis dato, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, kann ich euch nichts versprechen. Wir sehen uns.